Das mit den Tontechnikern und den Musikern auf der Bühne, ja, da kursieren ja echt einige Sprüche. Das ist so ein bisschen wie so die Bratsche im Orchester, ne? Genau. Aber warum ist das so eigentlich? Das wollen wir heute mal rausfinden. Hey Michi. Henrico. Ja, das Verhältnis Tontechniker und Musiker. Das ist, das kann auch spannend sein im Sinne von spannungsgeladen. Genau, und heute wollen wir mal ein bisschen unsere Erfahrungen berichten und auch vielleicht ein paar Tipps geben, weil ich hatte tatsächlich letzte Woche einen Gig und dann ist mir aufgefallen, dass ich beim Spielen einfach nicht so ein gutes Gefühl hatte, weil es vorher nicht so perfekt gelaufen ist und ich danach auch überlegt habe, Mensch, ich könnte auch selber noch mehr dazu beitragen, dass es besser läuft. Mhm. Es war jetzt nichts Schlimmes, aber trotzdem war es so ein bisschen irgendwie nicht ganz entspannt gelaufen, die ganze Geschichte, die Kommunikation mit dem Tontechniker. Und daraufhin habe ich sogar einen Post gemacht auf Facebook und habe geschaut, was alle anderen so, die Kollegen und die Freunde so für Erfahrungen gemacht haben. Und du hast schon auch was geschrieben dazu. Natürlich, das war echt witzig. Sehr witzige Sprüche gibt es da natürlich und es gibt so viele Kamellen drüber. Und vielleicht können wir heute ein bisschen dazu beitragen, dass alles harmonischer läuft, dass die Welt besser wird, dass einfach die Musiker und die Soundmänner danach noch gemeinsam eintrinken und die ganze Nacht durchzechen. Ja, oder auch nicht. Wir beide hatten ja noch im Mitte der 90er Jahre beim Genscher so einen Diplomatiekurs gemacht. So dem Chefdiplomaten schlechthin. Und da muss man sagen, haben wir einiges gelernt. Ja. Zum Beispiel kann man so eine Situation schon mal, also der Eingang zu so einer Situation, zum Verhältnis zu dem Tontechniker und überhaupt zu den Leuten, die so auf der Bühne rumwuseln und rummachen, ist erstmal sich irgendwie mal, also vorzustellen, also mal Hallo zu sagen irgendwie. Also man muss sich ja nicht gleich irgendwie um die Arme fallen oder sowas, aber oder um den Hals fallen, aber dass man zumindest sagt, hey, hallo, hier bin ich und so, ja. Ich weiß, manche sind ganz schön mürrisch drauf, also wenn sie dann auch gestresst, weil klar, also der Tontechniker, der muss sich ja von allen Seiten, kriegt das ja, ja der Veranstalter, dann irgendwie die Musiker, die Gäste, also alle quatschen irgendwie auf den Tonmann an, der muss richtig was abbekommen können und aber was jetzt das Verhältnis zwischen Musikern und den Tonleuten angeht, ich glaube, wenn man erstmal irgendwie Hallo sagt und erstmal so ein bisschen die Lage checkt, auch wenn man mit dem kompletten Equipment schon mal auf die Bühne kommt, zack, bumm und alles ablädt, während die noch irgendwie beim Mikrofonieren sind und noch irgendwie Kabel legen. Ja, das... Also man darf die auf alle Fläche mal nicht behindern, ja, weil die haben auch, niemand weiß, wo die herkommen, wie viel Stress die hatten, da aufzubauen und so weiter, ja. Total wichtig, ja. Aber ganz ehrlich, auch umgekehrt, ja. Manchmal gibt's Leute, die auch einfach, die Einstellung haben, okay, wir machen hier den Sound und ihr spielt, ja. Ja. Und die Band, ist der klassische Fall, sagt nämlich, okay, wir spielen, ihr macht den Sound. So. Das heißt, die Prioritäten sind, je nach Gig halt unterschiedlich gewichtet. Ja. Ich glaube, das Ideale passiert, wenn beide irgendwie auf Augenhöhe sich begegnen und einfach beide Seiten, der Soundmann plus die Band, versuchen, dass es einfach ein super Abend wird. Ich kann es total verstehen, wenn es manchmal Tonleute gibt, die schon seit 100 Jahren in diesem Laden den Sound machen und genau wissen, wo die Schwierigkeiten sind und so, dass die dann ja natürlich auch ihren Standpunkt vertreten und sagen, hey, pass auf, so und so funktioniert es hier drin gut, super Sache, ja. Ist auch natürlich hilfreich, weil wir alle wollen super Sound, ja. Aber es gibt manchmal so ein bisschen so ein Ungleichgewicht, oder? Das kennen wir alle. Ja, das ist ja, man ist ja in so einer gegenseitigen Abhängigkeit eigentlich, genau. Ja, weil als Musiker willst du es dir nicht verscherzen, weil am Ende heißt es toll, aber Gitarre hat man nicht gehört. Super. Das ist, ich meine, ein falsches Wort am Anfang und schon ist halt dann einfach irgendwie im so. Auf der anderen Seite muss man schon sagen, ja, die besten Erfahrungen mit Tonleuten habe ich schon mit denen gemacht, denen klar war, okay, hier spielt die Band
Und wir müssen irgendwie schauen, dass das irgendwie so gut wie möglich vorne klingt. Was hat er für ein Equipment? Wie können wir das am besten abnehmen? Wo stellst du dich am besten hin? Wie ist es nicht nur jetzt, was die Gitarre angeht, natürlich auch, was das Schlagzeug angeht, ja. Und vielleicht hat der eine oder andere dann einen Koffer, in dem halt mehr Mikrofone drin sind und man dann entsprechend dem Equipment, das der eine oder andere mitbringt, auch etwas hat, was man da hinstellen kann zum Mikrofonieren. Aber sehr häufig ist es jetzt so, dass man die Erfahrung macht, ja, wenn du jetzt keinen Camper oder sowas dabei hast, dann ich habe jetzt aber kein Mikro dabei. Mm. Ja, das ist so wie, ich weiß nicht, wie wenn ich jetzt sagen würde, ich habe keine Ersatzseiten dabei, mm, und mir reißt eine Seite. Und, ja, klar. Es gibt aber auch das Umgekehrte. Es gibt auch dann die Leute, die sagen, ah ja, Camper. Mhm. Ja. Ich spiele ja immer in Fender Twin. Ja. Und so, die dann gleich auch das Equipment so ein bisschen, ja, sagen wir mal, abwerten. Ja, das hilft natürlich auch nicht unbedingt. Ja, das kommt in beide Richtungen vor. Ja. Es gibt die Leute, die sagen, wie, Stereo Mesa Boogie Setup hier drin. Ist das dein Ernst? Schau dir das mal an. Wie, ich meine, das wird ja, ja. Und dann gibt's, also, man ist, ja. Und das finde ich zum Beispiel, das erwarte ich von einem Tonmann, dass der erstmal neutral ist, was das Equipment angeht, sondern der versucht auch das Beste draus zu machen. Nicht, aber ich verstehe das total, ja. Man kann natürlich vielleicht auch falsche Infos haben, wie die Location ist. Ja. Und du bringst ein riesen Setup mit und das funktioniert halt nicht, ja. Deswegen, klar, man muss sich so gut wie möglich informieren, erstmal, was ist da möglich da drin überhaupt, ja. Mhm. Und, aber sozusagen von vornherein gleich irgendwie das so zu, wie sagt man, zu judgen, also irgendwo ja, zu beurteilen. Zu beurteilen, mhm, ist ja schwierig. Ja. Ganz schwierig. Mhm. Habe ich auch ähnliche Erfahrungen gemacht. Da geht meine Laune ganz schnell in den Keller, weil man muss sich ja eins vorstellen. Also ich meine, wir investieren wahnsinnig viel Geld in unser Equipment. Das ist ja so. Ja. Also ich meine, wer uns hier länger verfolgt, sieht, was wir an Sachen kaufen, ausprobieren. Und gerade beim Stereo-Setup mache ich halt oft eben die Erfahrung, dass dann irgendwie welche Leute, ah, das hört doch sowieso keiner, im Gegenteil. Und dann weiß der rechts sitzt nicht, was da links passiert. Yeah. Und umgekehrt. Also das ist dann irgendwie so, dass ich mir denke, ja, okay, aber es ist nun mal so. Also meine Keyboarder hat noch nie jemand gesagt, dass Stereo im Gegenteil ist. So, gehst du da Mono raus? Das ist ein Klavier, aber so völlig klar. Also ich meine, das Klavier ist schon ist ein bisschen größer wie eine Gitarre, aber andererseits deswegen. Das ist echt ein schwieriges Thema, ja, dass da bestimmte vorgefertigte Meinungen einfach wiedergegeben werden, die ja nicht unbedingt stimmen müssen einfach. Ja, ja. Habe ich übrigens von Kollegen auch schon so mal so Ansagen bekommen, so so ein Camper, das ist aber nichts mehr Rock'n'Roll, ne? Er selber schleppt aber nicht jetzt irgendwie die Hammond B5, ja, sondern das ist halt dann irgendwie ein Nordlied oder so, ja, wo du dann irgendwie. Ich meine, es ist ja überall so. Ich meine, die Elektronik hält in jedem. Ich meine, Drummer haben auch Drumcomputer dabei oder irgendwelche Pads, wo sie irgendwas erzeugen, ja. Die schleppen auch nicht 27 Snares mit, weil die bei jedem Song irgendwie ein neues Snare benutzen. Ja, genau. Aber das ist letztendlich ist immer wichtig, es klingt immer so wie der da drauf spielt. Was das für Equipment ist, er muss damit klarkommen, es muss gut klingen, das ist ja logisch. Es muss super funktionieren, ja. Aber das ist ganz, ganz schwierig, weil ich merke dann auch, dass meine Laune total in den Keller geht und ich dann auch noch bei den ersten paar Songs drüber nachdenke, weil mich das einfach nervt, ja. Das ist einfach fehl am Platz und ich finde schon, dass alle Leute da drin einfach zusammenhelfen müssen, dass das ein möglichst guter Abend wird. Ja, und diese Sachen, das Ego muss einfach an der Garderobe gecheckt werden. Das hilft uns einfach nicht weiter. Das ist einfach schlecht. Ja. Ich muss sagen, das ist schon ein Qualitätsmerkmal für gute Tonleute. Ja. Wenn sie, wenn du hinkommst und sie nicht darüber urteilen, sondern was du da gerade dabei hast, sondern einfach sagen, okay, das ist dein Equipment, prima. Wie machen wir das, dass es jetzt am besten rüberkommt? Genau. Ja. Und ich habe jetzt das Glück gehabt, in den letzten Jahren wirklich große Produktionen machen zu können. Und da war das ja nie ein Thema. Mhm. Ja, die Jungs, die da kommen, denen ist ja vollkommen klar, die diskutieren ja nicht damit mit dir, ob das jetzt Stereo oder Mono ist, sondern du kommst mit dem, was du da hast. Und ihre Aufgabe ist es, das so gut wie möglich zu transportieren. Ja.
Und dann stimmt man sich bei den ersten Proben schon mal ein bisschen ab und vielleicht sagt man, ah, pass auf, bei dem einen Sound, der ist sehr, sehr breit, dann hört vielleicht die eine Seite nicht genau. Vielleicht kann man da was machen. Gar kein Thema. Ja, aber es ist nicht so, dass man dann irgendwie seinen eigenen Sound nach den Vorstellungen eines Toningenieurs, eines Tonmanns irgendwie ummodelt, sondern umgekehrt und dann diskutiert man darüber, wie man das Ganze optimieren kann. Also das, oder? Genau. Und das ist oft schwieriger. Das heißt, es gibt, ja, so wie bei Musikern immer auch, es gibt alle Ausprägungen von Leuten, aber klar, als Band erwartet man, dass man sagt, okay, das ist unser Ding, ja, und die Aufgabe des Tontechnikers ist, das bestmöglich in den Saal zu bringen. Ja. Ja. Und klar ist es, gibt's bestimmt auch Bands, die natürlich schwierig zu handeln sind, die, wo der Tontechniker dann einfach sich angewöhnt hat, pass auf, irgendwie, ich muss hier gewisse Sachen mal klarstellen am Anfang, damit es gut funktioniert für, aus meiner Seite, weil ich will ja auch keinen mega Stress haben hier, sondern ich möchte einfach. Ja, und ich kann es total verstehen, ja, aber trotzdem glaube ich, das ist und da habe ich mir auch jetzt vorgenommen, noch mehr irgendwie von Anfang an, wie du schon gesagt hast, ja, von Anfang an drauf einzugehen und einfach positive Vibes zu versprühen, ist ultra wichtig, glaube ich. Ja. Damit der Abend gut wird und damit alles irgendwie gut läuft. Also es gibt schon so ein paar Dinge, die man als Musiker machen kann, um die Situation schon zu Beginn so für alle angenehm wie möglich zu gestalten. Und dazu gehört sicherlich, dass man jetzt, sagen wir mal, nicht gleich irgendwie die Marshallbox und das Topteil irgendwie und das ganze Stack auf die Bühne rollt, wenn die dann noch eigentlich noch gar nicht so weit sind, das sieht man ja, sondern dass man erstmal hochgeht, mal die Leute begrüßt und sieht, wie weit sind die überhaupt, können wir schon, ja, vielleicht fragt man sogar, ja, und dann ist sofort so irgendwie, oh, okay, hier ist jemand, der fragt schon mal, ob genau. Und dann gehören natürlich noch ein paar Dinge dazu, wie, ja, nicht auf der Bühne anfangen zu üben, ja, irgendwie, das Riff braucht man auf der Bühne dann nicht mehr üben. Das ist schon vorbei. Wenn man es bis dahin nicht kann, dann ist eh schon vorbei. Mhm. Ja, dann muss man irgendwie Augen zu und durch. Und die Disziplin beim Soundcheck ist übrigens etwas, was nicht nur den Tonmann irgendwie entlastet, sondern natürlich auch die Band. Weil ich meine, das ist ein angenehmer Nebeneffekt des Älterwerdens, dass man die Erfahrung hat, dass man weiß, das ist irgendwie wahnsinnig nervig. Also inzwischen erlebe ich das nicht mehr, dass man auf der Bühne dann irgendwie kreuz und quer irgendwie spielt und dass man sagen muss, hey Leute, können wir jetzt mal? Ja? Sondern jeder spielt dann, wenn der Tonmann sagt, bitte spiel, dann spielst du und dann spielt man gemeinsam und dann gibt man irgendwie Feedback und guckt, wer hat die Hand gehoben, wer spricht zuerst, wer kommt danach und so. Wann ist der Tonmann überhaupt aufnahmebereit, um überhaupt den ganzen Schwall, der dann von der Bühne kommt, die einzelnen Wünsche irgendwie aufzunehmen? Ja, weil der ist ja erstmal damit beschäftigt, irgendwie zu machen und dann irgendwie, im Idealfall hat man einen Monitormann, dann ist sowieso, dann ist es noch besser, ja. Das ist übrigens angenehm. Ich meine, die Monitorleute, die rennen alle mit dem iPad durch die Gegend und dann kannst du mal sagen, hier und da, und die kommen zu dir und dann sagst du, da, das mehr Hi-Hat, mehr sowas. Und jetzt am Wochenende hatte ich einen sehr schönen Gig mit Leuten, die wirklich gut waren, weil sie immer aufmerksam waren. Mhm. Das finde ich auch ein super Indikator für gute Tonleute, ist, dass der Kontakt zur Band nicht abreißt, wenn die dann mischen. Das heißt, wenn du ein Problem hast, dann reißt du natürlich die Augen auf und guckst nach den Typen, der irgendwo da unten ist oder dem Monitormann an der Seite. Und wenn der aber, wenn die Blicke sich nicht kreuzen, dann passiert nichts. Ja? Dann hast du mit dem Problem zu kämpfen. Und gute Tonleute sind die, die immer wieder gucken, die sehen, was passiert da, ja. Und da war es so, dass ich zum Beispiel zu Beginn musste ich den Camper lauter machen auf der Bühne, weil es einfach anders war als dann beim Soundcheck, wie so oft. Und ich habe dem seine Blicke gesucht und wir haben uns auch gefunden und ich habe ihm angedeutet, dass ich lauter mache, weil wir den gleichen Ausgang benutzt haben. Das heißt, wenn ich da lauter mache, dann ist bei dem plötzlich auch die Gitarre um 10 dB lauter, ja, dann reißt sie ihn erstmal, ja. Und dann habe ich ihm angedeutet, dass ich lauter gemacht habe und er konnte dann das, verstehst du?
Ja, danach trifft man sich und sagt, geil, was dufte und so, weil du gemerkt hast, das ist einer, der mitdenkt, der mitgemacht hat und der dir geholfen hat, den Gig so gut wie möglich zu spielen, ja. Und nicht gesagt hat, das gehört so und deswegen bleibt das jetzt so. Das ist fast wie ein Bandmitglied eigentlich. Das ist ja wie, wenn du auf der Bühne stehst so. Und irgendwie, du hast Kommunikation, nicht jeder schaut irgendwie seine Noten und irgendwie, ja, sondern es ist Kommunikation, es passiert was, ja, und der Tonmann ist praktisch Bandmitglied, ja, das wäre natürlich, ja, und ich muss ja auch sagen, es gibt wahnsinnig viele, wahnsinnig tolle Tonleute, ja. Die, also ich habe schon Soundchecks gemacht, da hieß es irgendwie, okay, die ganze Band spielt und dann nach 2 Minuten war es draußen glasklar, es war ein Mörder-Sound, ja. Das heißt, es gibt auch einfach Genies am Pult, die zack, 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 zack und boah, Wahnsinn, ja. Und interessanterweise merkt man das recht schnell. Ja. Weil ich meine, gerade beim Soundcheck merkst du dann, ob jemand auch den Ablauf des Soundchecks und diese, ob das jemand in den Griff hat. Und irgendwie spürt man auch auf der Bühne, ob draußen der Sound passt oder so. Ich kann das gar nicht sagen, weil natürlich kann man es nicht beurteilen. Das ist jetzt reine. Aber irgendwie hat man das Gefühl, okay, ja, das da fühle ich mich gut, der hat's im Griff irgendwie. Allein das Gefühl. Mhm. Ist auch egal, ob es draußen so ist oder nicht. Da kannst du sowieso nichts machen. Ne? Naja, aber wenn dir der Soundmann das Gefühl gibt, er hat alles im Griff und draußen klingt es geil, das ist top. Ja. Ja? Dann spiele ich auch total gern und denke mir, boah, ja, das ist jetzt, ja, also man hört wahrscheinlich die Gitarre auch. Ja, ich meine, du sagst was ganz Richtiges, dass der Soundmann ein Bandmitglied ist, also der Idealfall ist ja, dass man für ein Projekt, in dem man mehrmals im Jahr spielt, möglicherweise immer den gleichen Soundmann hat, ja, weil der kennt das Programm, der weiß, wo die Soli kommen, der weiß, wie du deinen Monitormix haben willst. Glücklicherweise, also mit den Digitalpulten kann man auch vieles abspeichern. Das mag nicht für die verschiedenen Location auch gleich und anwendbar sein, aber es ist zumindest so ein Startpunkt, an dem man dann arbeiten kann. Die letzten Jahre habe ich viel mit In-Ears gespielt. Da ist es natürlich super, weil der Monitormann speichert es ab und eigentlich dauert der Soundcheck nur wenige Minuten, weil die drücken auf die Recall-Taste und dann ist es man spürt auch mit In-Ears, wie die Basssituation ist, weil die verändert sich extrem. Gerade bei den Bässen ist es so, dass in den verschiedenen Venues der eine Bass mehr wummern kann, wahrscheinlich weniger. Das kriegt man schon mit, auch in seinem In-Ears. Und da kann man dann schon also feintunen und machen. Also es ist nicht so, dass man überhaupt keinen Soundcheck macht, auch keinen Monitorcheck, sondern das ist schon immer so, dass das was angepasst werden muss. Aber da gerade, wie wir auf Touren waren, das fantastische Tonleute, da hat ein Blick genügt. Ja, du hast immer das Gefühl gehabt, du bist nicht alleine. Und es gab natürlich gelegentlich mal ein Problem, sei es, dass irgendwie mal irgendwie das In-Ear mal nicht richtig funktioniert hat, ja, dass die Funkstrecke irgendwie mal gebritzelt hat oder Aussetzer hatte, ja, dann guckst du und dann hast du sofort Feedback und dann checken die sofort, okay, hören deinen Weg ab und sehen, ist das irgendwie sein Empfänger oder ist das irgendwas anderes, was wir schon irgendwie rausschicken oder so. Ja, das ist nicht grandios. Also, genau. Also es gibt gute Leute und im Grunde genommen habe ich in den letzten Jahren eh nur gute Erfahrungen gemacht. Ja. Nee, es ist wirklich die Vielzahl der Leute, das sind super nette Leute, die ihren Job super machen, ja. Aber mich würde mal interessieren. Ist ein harter Job, ne? Also man muss ja sagen, es ist echt ein knallharter Job, ja. Total. Die Jungs, die kommen in der Früh, bauen da auf. Und dann müssen sie mit den Gegebenheiten vor Ort kämpfen, ja. Und dann kommt die Band und das muss passen und wenn wir gehen, dann bauen die erstmal wieder ab. Ne? Das ist schon... Absolut, ja. Absolut. Mich würde interessieren, was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Ja? Vielleicht habt ihr irgendwelche lustigen Geschichten auf Lager. Schreibt mir in die Kommentare, ja, was so die lustigsten Soundmann-Sprüche waren, die ihr bis jetzt bekommen habt. Es ist schon so. Also die Liste ist relativ lang auf Facebook. Willst du mal reinschauen, wenn wir da herkommen? Also den einen oder anderen... Der muss schon irgendwie, ich meine, klar, kurz finden, ja. So die Gitarre ist zu laut, bevor man überhaupt einen Ton gespielt hat. Gut, ich meine. Ja, das passiert immer nur wenn man mit Orchester spielt. Wenn man Amp aufbaut und die Streicher dann reinkommen, dann sagen die, ach, herrlich. Viel zu laut. Herrlich. Du hast noch gar keinen Ton gespielt. Oh nee, das geht so nicht. Ja. Der erste Kommentar war leiser.
Ja. Komm, mach leiser, das ist. Na, das verstehe ich, weil das ist ja klar, wenn die Band von der Bühne schon mal so laut ist, dass der Tonmann im Prinzip die PA ausschalten kann, ist da stimmt was nicht. Ich meine, es gibt sehr schwierige Locations, die nicht gewohnt sind, dass da ein Schlagzeug drin spielt. Sowas gibt's manchmal. Sowas haben wir manchmal, ja. Dass es einfach so akustisch ist, dass da irgendwie, und das Schlagzeug ist schon einfach natürlich irgendwo der Levelgeber, ja. Ja. Und es gibt aber irgendwo, es gibt ein Limit, wo man einfach nicht mehr leiser spielen kann. Bestimmte Arten von Musik einfach, ja. Aber in der Regel ist es so, dass es wirklich einfach ein Brett ist und es ist nicht mehr zu retten dann, wenn man einfach so reinfährt, da muss man einfach aufpassen, ja. Was steht da noch so alles? Manche Sachen kann ich nicht. Aber sehr gut. Sorry, Jungs, mein erstes Konzert mit Digitalpult. Ist wirklich vom Andi, natürlich. Ja, gut. Ja, das kann passieren, ja. Ich meine, mein erstes Konzert mit einem Camper, kann ich mich erinnern. Genau, da ist in ein Menü reingesprungen, wo ich nicht mehr wusste, wie ich da rauskomme. Das kann auch ganz doof sein. Absolut, ja. Ja, manche Sachen kann man nicht vorlesen. In der Öffentlichkeit. Aber, naja, gut, der Carsten hat geschrieben, zum Soundmann. Die Sängerin zum Soundmann. Ich kann mich auf dem Monitor nicht gut hören, der Soundmann, sei froh. Ja, gut. Das ist genau das, was man eigentlich nicht unbedingt hören will. Das glaube ich ist dann gut. Das geht aber eher in die Richtung Musikerwitze als in die Richtung ernsthafte Kommunikation, absolut. Weil das habe ich noch nicht erlebt. Das muss nicht sein. Ja. Naja, gestern fiel der Monitor immer aus. Mal sehen, ob es heute geht. Sehr gut. Den finde ich auch gut. Ich bin ja eigentlich DJ. Das ist auch schwierig. Noch was Nettes? Jetzt komm auch noch mal einen raus. Gib mir einfach ein Zeichen, wo du die nicht hörst. Kann funktionieren. Ja. Kann funktionieren. Ja. Oh Mann, nee. Ja, aber. Naja, das kann man auch nicht vorlesen. Jetzt komm. Ja, ist ja nichts Schweinisches dabei, ich oder? Ich sehe doch, was kommt. Ja, genau. Das ist auch gut, ja. Ich sehe doch, Rüdiger. Das, was kommt. Ich sehe doch, das, was kommt. Das ist wirklich gut, ja. Ja, da kam schon wieder. Ich höre mich nicht und der Techniker, hast du es gut? Oh Mann, ja. Ja, es gibt, klar. Also es gibt diverse Sachen, vielleicht habt ihr auch noch welche. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr mal, weil das ist sehr gut. Das kann man ein bisschen mit schmunzeln. Is this really your guitar sound? Ist das dein Ernst, oder? Genau. Du willst, das soll so klingen, oder? Es ist eine ideale Voraussetzung für einen geilen Gig. Das soll so klingen, oder? Ja, ja, der Pete schreibt, die Snare ist zu laut. Das kann nicht sein. Die Snare ist eigentlich nie zu laut. Die Snare ist eigentlich immer das, was ich am meisten, am lautesten auf meinem Monitor haben will, weil die höre ich so gut wie nie. Ja. Oh Mann, ey. Aber das ist auf alle Fälle, ein Thema, über das man mal sprechen kann, glaube ich. Snare kann schon, also Snare vor allem beim Soundcheck. Mm. Also, empfehlenswert ist wirklich Earplugs, wenn man auf die Bühne geht und der Schlagzeuger hat schon irgendwie aufgebaut oder fängt an dann irgendwie zu stimmen. Ich habe dann immer wahnsinnig Durst. Also unglaublich. Du musst dann weg. wenn das Bug, dann habe ich immer, boah Mann, ich dringend was trinken jetzt. Ich glaube, da vorne links. Mein Problem ist, dass der erste Bug ist der gefährlichste. Ja, voll Wahnsinn. Du musst wirklich irgendwie immer ein Auge auf den Schlagzeuger und dann Earplugs rein, weil das killt mich. Das ist Wahnsinn. Ja, das beim Spielen kein Thema, ja. Mhm. Das ist so der Summenkompressor im Ohr, erledigt es, aber beim Soundcheck denkst du dir, das kann jetzt nicht dein Ernst sein. Das ist Wahnsinn, ja. Ja, also ich meine, das ist immer ein Zusammenspiel aus diversen Komponenten, die da natürlich, und ich verstehe das voll. Ja. Ich meine, sowas kann ein Techniker wirklich, der das jahrelang macht, auch irgendwann mal so zermürben, dass du dann irgendwann sagst, hey Leute, Folgendes geht nicht. Irgendwann gibt es dann bald so einen Technical Rider an die Band. Für die Band, genau. Ja, so sieht's aus. Hier ist mein Rider übrigens. Ja. Also mal schauen. Ja, ich bin gespannt, was ihr alles zu berichten habt. Das
stimmt, sehr lustige Geschichten. Ja. Und es war jetzt mal einfach wichtig, mal eine Folge zu machen, auch über die das weitere Bandmitglied, nämlich den Soundmann. Ja, absolut. Ja, ja. Da haben wir wirklich interessante Erfahrungen schon alle gemacht, sicherlich. Deswegen bin ich auch gespannt, was da kommt. Ja, gut, Mensch. Ja. Einen ganz herzlichen Gruß an alle Soundmänner dieser Welt. Genau, ihr seid super. Wir lieben euch alle. Ihr seid super. Ja, ohne euch wird es ja nicht gehen, deswegen... Sonst müssten wir so laut machen, ja? Also, ja. Das geht einfach. Nicht, ja. Gut, genau. Also, ganz liebe Grüße an alle, auch an euch. Abonnieren nicht vergessen. Ja, das wäre toll. Ja, das wäre nicht schlecht. Und dann auch die Newsletter abonnieren. Definitiv. Weil dann gibt es nämlich Infos über die Supergen Online Academy. Ganz genau. Im Herbst startet es. Im Herbst. Sehr gut. Dann schaut rein, was wir sonst noch so treiben. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.